100 Sendungen Deville und ich wollte jetzt gerade mit meinem nächsten Gast einen wunderbaren Bogen in die erste Sendung Deville spannen, weil sie ist tatsächlich auch der Gast in der allerersten Deville-Folge. Mona Wetsch, die Unvergleichliche. Herzlich willkommen bei mir. Vielmals bei Deville. Für die grossartige Einladung. Ich bin natürlich mega stolz, dass du bis dahin geschafft hast, trotz mir als erstem Gast. Komm, bitteschön. Jedes Mal immer wieder gerne dich einladen, also zumindest alle 100 Sendungen, wirst du bei uns dabei sein. Der Druck war natürlich riesig, oder? Also in der ersten Sendung. Kannst du dich daran erinnern? Ich weiss noch, also ich bin jetzt auch ein bisschen nervös, oder? Weil es ist ein würdiger Moment. Aber dort bin ich scheiße nervös, weil ich wusste, ich meine, junger, hoffnungsvoller Mann hat alles noch vor sich, ein Leben, eine Karriere. Und ich habe sie in der Hand, um das alles. Aber das hast du nicht. Das hast du nicht. Ehrlich gesagt, es sieht ja ein bisschen aus jetzt, ein bisschen wie Glanz und Gloria, gell? Ich habe auch ein bisschen das Feeling. Ja. Und weißt du, es ist ja auch wirklich, wir haben dann gemerkt, wo wir denken, wer laden wir ein zu der 100. Sendung? Ich dachte, Mona Wetsch, das ist einfach so ein Glücksbringer. Das ist unsere Talisfrau. Ja? Das ist ein Glücksbringer. Also, du meinst, wenn man sie in der ersten Sendung überlebt hat? Genau. Dann kann nicht mehr schief gehen. Ja, ja. Wenn du hier unten startest, geht es immer nur bergauf. Richtig. Oder? Das und das wollen wir auch anderen Leuten ermöglichen, die sich aber nicht dich leisten können. Und deswegen haben wir einen kleinen Merchandise-Artikel, vorbereitet. Schau mal hier hin. Shop Deville 24 präsentiert das Mona Scottchen. Die ultimative Glücksbringerin für all ihre riskanten Unternehmungen. Gegossen aus 100% Seraphegold. Im Maßstab 1:2. Hält schlechte Einflüsse mit ihrem Thurgauer Dialekt fern und verstrahlt mehr positive Energie als alle handelsüblichen Talismänner zusammen. Jetzt bestellen zum Vorzugspreis. Unser Mona-Scottchen Wetsch hier in der 100. Sendung Deville. Ich habe dich auch noch eingeladen, weil ja du im Haus dich schon lange bewegst. Also im Haus, man redet von Leutschenbach immer ehrfurchtsvoll vom Haus. Ja? Und hat dazu mal wissen, was denn so über den Neuling, also über mich, geredet wird. Das hast du gesagt. Es wird dich jetzt einfach schockieren. Also es ist, ist eigentlich das Schlimmste, glaube ich, was man über jemanden sagen kann. Er macht gar nichts. Also ich glaube, die meisten. Ja. Nein, ich glaube, heimlich sind alle neidisch, oder? Weil sie denken alle, wir haben uns so Mühe gegeben, wir haben unseren Körper gestellt, wir haben unsere Gesichter gespritzt und alles. Und dann kommt so einer und kommt gleich eine eigene Show. Ja, Mona Wetsch, was wird heute, wie wird heute über Deville geredet im Haus? Eigentlich sitzt du jetzt am Schalthebel von der Macht. Das ist definitiv so. Man sagt unter anderem auch, du trinkst schon vor der Sendung Alkohol. Was? Ich kann allen denen sagen, die bis jetzt gefühlt haben, es ist ein Gerücht, es ist keins. Hast du gesehen? Mhm. Ja, und man hat also zum Beispiel diskutiert man jetzt schon, wo man dich so einsperren soll, in welchem Bunker von der Viola Amherd vor der nächsten Doppelabstimmung, damit du nicht wieder eine lässige Sondersendung machst. Psst, das ist noch nicht durch. Das lassen wir jetzt noch auf der Seite, bitte ganz schnell. Das sind so die Sachen. Aber jetzt haben wir genug über mich gehört. Reden wir über dich. Du hast ja jetzt auch endlich seit 2-3 Jahren, hast jetzt du auch eine eigene Sendung, wo dein Name trägt, Mona mittendrin. Bist du jetzt am Ziel? Hast du alles erreicht, was du wolltest? Oder soll da noch etwas kommen? Nein, das ist recht geil so. Also das reicht dir? Hey, ja. Reicht dir das wirklich? Hey, ja. Ja, es ist eine super tolle Sendung. Und das kann ich sagen. Ja, sorry. Es ist wirklich eine super tolle Sendung. Ich finde sie für mich selber zu machen super. Spannende ich Sendung, gut zum Schauen. Wirklich gut zum Schauen. Die vielen Leute draussen, die sie nicht können. Nein. du ziehst das Zettel aus einer Kiste raus und dann geht es irgendwo hin und du bist da quasi in eine Situation reingeschöpft. Ja, genau. Eine von der ins kalte Wasser. Mhm. Eine von der letzten Sendungen war ja Mona Wetsch im Impfzentrum oder Mona mittendrin im Impfzentrum. Schauen wir mal hier einen Ausschnitt. Was ist jetzt für Sie, was ist das für ein Moment, jetzt, wo Sie die erste Corona-Impfung haben? Ja, ich habe Corona gehabt im April. Ah, Sie hatten es schon? Ja, okay. 2 Wochen in künstlichem Koma. Wow. Ja. Eine ganz seltene Aufnahme, nämlich Mona Wetsch mal sprachlos. Ja, aber wirklich. Oder? Weil du gehst ja, du weißt ja schon, also es sind ältere Leute, die gehören zu der Risikogruppe, die erzählen dir sehr emotionale Geschichten, aber meistens so über Einsamkeit. Und als er einfach so gesagt hat, ja, eigentlich bin ich schon kurz vor dem Exit gewesen, so quasi. Ja, es trifft einem sehr unvorbereitet. Und das geht ja letztlich, glaube ich, in der Sendung geht es genau um das, dass du eben auch echte Reaktionen, oder dass ich echt kann reagieren auf das, was mir die Leute erzählen, und nicht eigentlich schon vor der Sendung genau weiss, was will ich fragen, was wird er mir für eine Antwort geben. Weil das ist am Schluss nicht
das, was ich selber finde, was ein spannendes Gespräch ist. Wieso ist das bei mir nicht so? Ich wollte auch so eine Veränderung, aber schön. Nein, Tippschritt jetzt noch hier mit Mona da bei Deville Hundes, die Sendung. Look, was mir wirklich noch geblieben ist, ganz ehrlich, das haben wir jetzt all die Sendungen begleitet. Ich habe viele Gäste schon gehabt außer dir. Und etwas hast du mir gesagt, ich habe dir irgendeine Frage gestellt, ich weiß gar nicht, über was gegangen ist. Und wenn hast du ausgehängt aus dieser Frage und hast mir eine Gegenfrage gestellt. Schau mal, was das war. Dann kannst du sogar beim Deville eingeladen werden und es kann dir eigentlich nicht mehr sehr viel passieren. Wirst du jetzt eigentlich irgendwann mal noch böse? Das ist etwas, das hat mich getroffen. Wirst du jetzt irgendwann mal böse? Ja, alle in dem Bericht, jetzt kommt da der Ex-Punk und der ist richtig böse. Ja, mit der Berserker, Mona, genau, der Berserker, ja, der macht etwas kaputt. Ja. Und anscheinend bin ich zu wenig böse gewesen, der Sendung. Ich habe noch 100 Sendungen gebraucht. Aber du warst mega lieb gewesen, tatsächlich. Ja, ich bin auch eigentlich lieb. Nein. Aber gerade jetzt habe ich das Gefühl gehabt, jetzt sind wir beide, können wir doch mal beide böse sein. Ich habe nicht Lust, alleine böse zu sein. Machen wir doch zusammen. Wir haben ein kleines Spiel vorbereitet. Und das Spiel heisst Osterhase beschimpfen. Also wir tun zusammen schimpfen. Da ist mein Studio-Lakai, der Loris. Komm rein! Ja, kannst du kumpen, noch die letzten Meter. Danke, Loris. Loris, er ist bereit. Leg doch bitte den Helm auf. Ich weiss, es fällt schwer, den Loris beschimpfen. Aber glaub mir, er ist sich's gewohnt. Er findet es auch irgendwo durch noch geil. Schau, Mona, es geht folgendermaßen. Ich würde vorlegen. Ja, ich beschimpfe mal. Ich versuche mich jetzt hier hineinzuversetzen, dass ich das Häschen nicht mag. Ja. Fällt mir nicht so schwer. Und werde loslegen mit der kreativen Wüstenbeschimpfung. Und dann schauen wir, wie du abschneidest dagegen. Parat? Okay. Deal? Okay. Achtung, fertig. Du elende, ewig rammelte, hässliche, pinkgrusige Fellknäuel aus meinen Augen! Oh, das ist nicht schlecht, gell? Mona Fetsch, du bist dran. Aber jetzt schon fast. Ja, ich weiß. Okay, also, meine, hey, schau dich mal an, oder? Schau dich mal an. Du bist kein Hase, du bist ein Fehler in der Evolution. Deine Mutter, wo du auf die Welt gekommen bist, hat sich vor lauter Kummer in Schocke ertränkt. Ich meine, was du bist, ein Gollum aus Fell. Wobei Fell, okay, ich meine, jede Qualzucht, Pelzkragen aus China sieht besser aus als du. So sad. Das Wort Kretze ist eigentlich nur für dich erfunden worden. Ja? Du perma-rammelnde Fickmaschine. Okay, okay. Danke vielmals. Ich würde sagen, du hast gewonnen, Mona. Eindeutig unser Schimpfduell. Das ist die goldige Deville-Spange, die ich dir überreichen darf. Yes.